Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Metroid Prime Remastered. So. Ich bin jetzt wieder hier in der Eiswüste von Pandara und ja, ich muss jetzt die Artefakte finden. Soweit, so gut. Ein sehr ambitioniertes Ziel, muss ich sagen. Ist auch schön und gut, aber ich habe keine Hinweise. Und ich weiß nicht, ob das jetzt böse ist oder nicht, aber ich habe jetzt einfach mal geguckt, wonach ich Ausschau halten muss. Also ja, ich habe ein bisschen geschummelt. Und ich muss sagen, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Nie. Wir waren schon richtig beim letzten Part. Und trotzdem habe ich es nicht gerallt. Deswegen muss ich jetzt hier wieder zurückgehen. Hi Jungs, ciao Jungs. Na komm, dich mach ich mal so platt eben. So schnell ist der platt, wenn man will. Gut, das ist noch unten. Zwar, ihr wisst ja noch, wo ich aus dem Fenster geguckt hatte, ne? Man soll ja alles scannen und drum und dran. Es ist ja auch in Ordnung, dass ich ne, alles scannen muss und so, aber... Denkt ihr, ich scanne eine Kiste? Nein, scanne ich natürlich nicht. Also laufe ich den ganzen Weg jetzt wieder zurück zu diesem blöden Schaltzentrum. Das heißt, es ist auch hier wieder überall komplett hoch und ach, naja. Ihr geht mir sowas von auf den Keks. So, Nummer 1 ist weg. Bleib doch mal stehen. Danke. F-Sack. Das echt nochmal aktivieren. Wie gesagt, ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, aber das ist halt nur mal Metroid Prime. Damals war sowas halt noch ein bisschen schwerer, sowas zu entdecken. Nur gucken, wo das war, wo ich herkam. Eisruinen. Genau da kam ich her. Wie gesagt, es ist ein bisschen doof, weil ich da jetzt schon war. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier nicht so viele Gegner. Ich muss die jetzt erstmal hier wieder. Lass mich doch mal hier. Danke. Ich will einfach nur lang. Lässt mich doch einfach durch. Das hier hoch. Lass mich in Ruhe. Dann rennen wir jetzt so hier lang. Meine Güte, wenn ihr es unbedingt wollt. Ist es mit der Türentriegelung echt nervig? Ja,
Aber damals hat man sich bestimmt die Zeit genommen und hat dann echt alles durchsucht, aber... Ich bin ehrlich, das fände ich jetzt hier in diesem Projekt ein bisschen zu heftig. Ah, ich falle natürlich runter, ich Idiot. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. So, wohin da als nächstes? So, und dann hier, glaube ich, ne? Ah, ne, das ist der Save Point. Egal, können wir auch machen eben. Da kommt man doch nicht dahinter. Anscheinend gibt es dafür auch keine Hinweise. Also, damals hat man echt suchen müssen, wie blöd. Und Respekt an jeden, der es damals gespielt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist dann wirklich hingegangen und hat wirklich jeden Raum durchsucht. Jeden. Was ja so gesehen nichts Schlechtes ist, aber es ist halt auch echt anstrengend. So, also. Nämlich genau hier, in diesem Bereich hier, findet er sich. Und zwar genau an der Kiste, wo ich schon mal war. Na. Nämlich. Ja. Lass mich doch mal jetzt in Ruhe. Und wahrscheinlich, wenn ich die Kiste gescannt hätte. Nein, auch nicht. Geht die Kiste nicht kaputt. Hä? Moment. Get it. Jetzt werden wir diese Treibstofftanks da kaputt machen. Aus dem Fenster eine super Missile. So, wartet mal. Wie hat man denn darüber bitte schön was erfahren? Alter, wie lange soll man denn da gesucht haben? Mir auch sagen, was ihr wollt. Ohne Lösung, no chance. Wow. Oh, so Artefakt erhalten, der Ältesten. Der Lebensspender, jetzt kommt das Artefakt des Kriegers. Wir müssen
in die Mine zurück. Ja, wie soll ich denn da wieder rauskommen? Hallöchen, wie komme ich denn hier raus? Richtigen Weg suchen. Das ist der richtige Weg. Also jetzt müssen wir wieder in die Minen. Da gibt es das für den Artefakt der Shoso. Die haben wir ja rein theoretisch schon. Hier wieder durch. Komm. Boah. Überhaupt nicht nervig, ne? Die Türen wurden entriegelt. Sekunde. Den habe ich gesehen. So. Weg. Weg und weg und weg. Puh. So. Jetzt wieder hier runter. Also da, es tut mir leid, da muss man echt erstmal drauf kommen. Ich glaube, damals gab es auch noch irgendwie Zeitschriften, wo das dann von Nintendo bereitgestellt wurde mit den Lösungen, weil ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, echt nicht. Bei allem Respekt nicht. Ich weiß jetzt nicht gerade das mit dem Tank. Alles andere mag vielleicht noch sein, aber nicht das mit dem Tank gerade. Nee. Mit dem Treibstofftank wäre ich nie, nie, nie im Leben drauf gekommen. Wenn ihr ehrlich seid, ihr auch nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder Richtung Parson-Minen. Macht euch den Weg zum Garten des Lebens im Süden der Tal- und Oberwelt. Warte mal, Artefakt des Kriegers habe ich doch, ne? Sekunde. Nein. Ah ne, des Kriegers habe ich noch nicht. Kann ich auch nicht. Also, für das sechste Shoso-Artefakt geht ihr in die Eliteforschung auf der ersten Ebene der Phason-Minen. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Nördlichen Shoso-Ruinen. Talon Oberwelt. Lara. Phason-Minen. Das ist aber nicht die Phason-Minen, wo ich hin wollte. Also macht es Sinn über die Talon Oberwelt.
Also geradeaus durch. Na. Ich glaube, da war ich schon mal. Ach. Ja? Ja, da war ich schon mal. Okay. Hat er mich echt noch getroffen? Und war hier noch einer, das weiß ich. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wo muss ich überhaupt lang? Da unten lang, okay. Genau, hier hatten wir aufgebrochen. Ich finde es schade, dass ich immer noch immun gegen Lava bin. Lang. Und danke. So, Talon Oberwelt. Mir fällt übrigens das erste, fällt mir gerade auf, das Artefakt der Weisheit. Rein theoretisch gar nicht verdient, ne? Weil das ist ja nicht weise. Das ist ja hier so gesehen Cheat, ne? Ah, guck mal, wo ich jetzt bin. Ah. Hier, wo ich schon mal war. Das ist gut, das ist gut. Hier war ich schon mal und da kam ich ganz oben nicht weiter. Das seht ihr auch noch da oben. Und warum nicht? Weil ich nicht wusste, dass es unsichtbare Plattformen gibt. Ja. Lass mich raten, hier sind jetzt unsichtbare Plattformen, ne? Also. Ah. Ist immer noch keine unsichtbaren Plattformen. Hier gibt es gleich gerüsteten Kater. Hat er wieder hier an meinen Kabeln rumknabbert. Tatsache, eine unsichtbare Plattform. Diese Säcke. So. Schubse ich mal ganz kurz da runter. Dann kann ich hier nämlich da lang. Lange jetzt? Schaffe ich das wirklich? Ihr habt ja Vertrauen in mich. Vertrauen habe ich ja noch nicht mal mehr. Ja. War so schön oben. War so schön oben. Zack, ja, so viel Vertrauen habe ich nicht mal mehr in mich selber.
Das war ein schöner Spruch. Der war schön. Der war richtig beautiful. Man hätte es sogar sehen können. Boah, wie schlecht war ich denn? Es tut ja alleine schon beim... Jedenfalls mehr Salz, okay. Oh, wir haben es geschafft. Für einen Missile-Container? Ich hätte jetzt für diese Aktion echt mehr erwartet. Bin ich ehrlich. Oh Mann. Sowas ist dann doch schon ein bisschen... Welchen Weg muss ich jetzt nehmen? Den da, glaube ich, ne? Ja. Was ist dann schon so ein bisschen deprimierend, oder? Okay, aber wir holen jetzt noch das Artefakt der Weisheit erstmal. Also beim Artefakt. Hier geht es durch die Tür auf dem Steinvorsprung im Süden. Schön. Hier hat man einen Norden oder Süden, oder? Doch. Moment. Wenn das da Norden ist, dann ist das da Süden. Das heißt, dann geht es zu dem Steinvorsprung. Süden. Zum Hof sollen wir uns begeben. Wo zahlreiche Säulen zu sehen sind. Okay. Also wir gehen bis zum Hof, wo zahlreiche Säulen zu sehen sind. Soll ich auch einfach mal X-Ray aktivieren? Stimmt. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Dies ist das Artefakt der Wahrheit. Nun lassen sich hier die stehenden Gedankensteine scannen und Hinweise... Ah, haha. Ah. Lassen sich die Hinweise scannen. Ja, moin. Das Lebensspenders wurde zurückgebracht. Artefakt aufgenommen. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedankensteins. Eine Stätte der Forschung befindet sich in den Minen. Sie beherbergt einen unheilbringenden Invasor. Moment. Der Forschung? Müsste ja dann der des Kriegers sein, oder? Des Kriegers, genau. Das ist das, wo ich hin wollte. Den habe ich schon. Alle, die rot sind, müsste ich... Ne? Alle, die rot sind. Genau. Nachfolgend die Übersetzung der Inschrift des Gedankensteins. Einer der Entgleiten befindet sich im Winkel des Talons, befindet sich ein Garten des Lebens. Dort ist eine Säule unterhalb der Wellen freizulegen, um das Artefakt der Shoso-Kultur bergen zu können. Unterhalb... Hä?
Okay, weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Blankensteins. Ein Becken flüssigen Gesteins befindet sich in den Höhlen von Magmor. Eine steinerne Säule in der Mitte dieses Sees umschließt das Artefakt der Natur. Okay, eigentlich relativ simpel zu finden. Da, haben wir hier. Nachfolgende Übersetzung in Inschrift des Gedankensteins. Die Gier treibt die Invasoren an, für Minenschächte in die Erde zu bohren. Ein Pfad ist durch einen ihrer tiefsten Tunnel zu bahnen, um das Artefakt des Neugeborenen zu finden. Nachfolgende Übersetzung. Am Rande Pendranas ist eine eisige Schlucht zu finden. Ein verborgener Eingang hoch oben führt zum Artefakt des Geistes. Okay. Das heißt, wir haben jetzt rein theoretisch alle Informationen. Aber sie werden mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Weil irgendwo Talon Oberwelt. Irgendein Garten. Garten des Lebens. Seriously? Ernsthaft? Das ist wieder am Hintern der Welt. Okay. Das heißt, da kommen wir aber eher zur Fasernmine, ne? Große Ruinen. Halt, wartet, wo bin ich? Große Ruinen. Eher über die Fasern. Okay, Leute. Das wird ein Heiden-Gaudi, sage ich euch. Das wird ein richtig schöner Gaudi. Das wird Fun machen. Da wird gesucht, 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 gesucht. Da können wir, glaube ich, viel suchen. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich wieder fürs Einschalten. Ich gehe jetzt nur zurück zu meinem Raumschiff. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit ein paar weiteren rein theoretisch Lernfolgen. Und der Suche nach Wissen und Macht. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Ich schaff's nicht, mit meinem Schiff zu springen. Tschüss.